Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Was denkt ihr? Heute geht es um ein Thema, das mich schon seit längerem beschäftigt, und zwar um Finanzierungsmethoden. Es geht also um das liebe Geld und warum ich mir überhaupt Gedanken darum mache. Dazu möchte ich euch erstmal eine kleine Rechnung präsentieren. Ich bin ja seit einiger Zeit Partner bei Curse und bei Curse bekommt man als europäischer Let's Player eine maximale, und ich sage ausdrücklich maximale, Vergütung von 3 Dollar pro 1000 monetarisierten Videoaufrufen. Was monetarisierte Videoaufrufe sind, darauf komme ich gleich nochmal kurz zu sprechen. So, das heißt, ich bekomme also für 1000 Videoaufrufe maximal 3 Dollar. Wenn ich mir jetzt ein neues Spiel leisten möchte, das ich Let's Playen will, wie zum Beispiel das kommende SimCity, dann kostet so ein Spiel schon mal, naja, in diesem Fall 79 Euro. Um diese 79 Euro jetzt zu finanzieren, müsste ich mit diesem Spiel 35.000 monetarisierbare Videoaufrufe generieren. Hört sich jetzt nach relativ vielen Aufrufen an, aber für ein ganzes Projekt, naja, sollte doch eigentlich kein Problem sein. Gut, rechnen wir es mal weiter durch. Wenn ich jetzt dieses Spiel, also das kommende SimCity, als Top-Projekt einstufe, was ich in diesem Fall definitiv tun werde, aber was ja nicht bei jedem Spiel der Fall ist, dann bringe ich zu diesem Spiel etwa 10 Videos pro Woche raus. Vorausgesetzt, ich halte mich wirklich an den Plan, den ich mir gesetzt habe. Ich denke schon, dass es so kommen wird. Momentan gibt es ein paar Probleme, weil ich auf Windows 8 umgestiegen bin und zum Beispiel SimCity 4 da ein bisschen rumzickt. Aber über kurz oder lang werden für diese Top-Projekte 10 Videos pro Woche erscheinen. Also 2 Videos pro Tag, montags bis freitags. Okay, das heißt, ich habe pro Woche 10 Videos und angenommen, bei dem SimCity kriegt jedes Video so 300 Aufrufe. Das ist optimistisch geschätzt, aber sollte machbar sein. Okay, dann haben wir pro Woche 3000 Videoaufrufe mit diesem Projekt generiert. Aber diese 3000 Videoaufrufe sind noch keine 3000 monetarisierbaren Videoaufrufe. Momentan ist so ungefähr knapp die Hälfte aller Videoaufrufe bei mir monetarisierbar. Woran liegt das? Zum einen gibt es Aufrufe von bestimmten Mobilgeräten, irgendwelchen Android oder iPhone oder sonst was Apps, die keine Werbung zeigen und deswegen nicht monetarisierbar sind. Daran kann man nicht viel ändern, das ist ja auch okay. Ich meine, ich will ja keinem verbieten kann ich sowieso nicht, aber ich will auch keinem irgendwie das Recht absprechen, seine Videos über ein Smartphone zu gucken. Ist ja super, ich find's toll, wenn auch unterwegs gerne die Leute meine Videos gucken. Ein viel größeres Problem sind die sogenannten Adblocker. Also zum Beispiel wie Adblock Plus oder andere Plugins, die irgendwie Werbung unterdrücken und rausfiltern. Das Problem bei dieser Sache ist, dass alle Aufrufe mit aktiviertem Adblocker einfach nicht als monetarisierbare Aufrufe erkannt werden, weil sie auch nicht monetarisierbar sind. Monetarisierbar bedeutet ja, Werbeanzeigen können angezeigt werden und dadurch wird ein gewisser Umsatz generiert, wovon ich halt meinen Teil abbekomme. Okay, also sagen wir mal, dass so knapp die Hälfte aller Leute einen Adblocker benutzt und ich deswegen einfach nichts für die Aufrufe bekomme. Ja, das führt dann dazu, dass ich im Endeffekt mit diesen 1500 monetarisierbaren Videoaufrufen ungefähr 4,50 Dollar dann verdiene. Das sind 3,42 Euro pro Woche. Und ja, wenn wir jetzt diese 79 Euro zugrunde legen, die das Spiel gekostet hat, brauchen wir so ungefähr 23 Wochen, das heißt ungefähr ein halbes Jahr, bis allein der Kaufpreis des Spiels wieder reingeholt wurde. Das ist ein Problem, ganz ehrlich. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich will hier keine Kohle verdienen, aber an diesem kleinen Beispiel seht ihr schon, es ist super schwer überhaupt seine Kosten zu decken. Denn diese 79 Euro, die ich nach einem halben Jahr dann drin habe, sind ja nur wirklich bei einem Top-Projekt möglich. Andere Sachen wie zum Beispiel so ein Bulletstorm oder ein Deponia, die bekommen ja nicht mal ansatzweise so viele Aufrufe. Das ist ja ein Bruchteil, das sind vielleicht 10% davon. Und bei diesen 79 Euro, die ich hier drin habe, habe ich ja auch wirklich nur das Spiel bezahlt. Ich habe noch über nichts anderes geredet. Ich habe nicht über zusätzliche Hardwarekosten oder zusätzliche Softwarekosten gesprochen.
Ich habe über die Zeit ja sowieso gar nicht gesprochen, wobei die mir ja wirklich Spaß macht. Aber jedenfalls sehe ich ein Problem darin, das alles überhaupt irgendwie über längere, also längerfristig finanzieren zu können. Und den Grund dafür sehe ich natürlich zum einen in der relativ niedrigen Vergütung durch die Netzwerke, aber jetzt mal ganz ehrlich, so viel verdient man mit Werbung ja auch nicht mehr im Netz. Aber hauptsächlich sehe ich das Problem in der Benutzung von Adblockern. Ich beispielsweise benutze auch Adblock Plus. Ich habe es aber standardmäßig deaktiviert und aktiviere es nur auf Seiten, auf denen mich die Werbung nervt. Also zum Beispiel bei YouTube muss ich sagen, man sieht vielleicht mal vor einem Video einen kurzen Werbespot, den man in der Regel auch nach 5 Sekunden schon wegklicken kann. Man sieht vielleicht mal unten eine kleine Einblendung mit irgendwelchen Werbehinweisen, die man auch sofort schließen kann. Eventuell sieht man auch mal rechts neben dem Video noch eine kleine Werbefläche, aber mal ernsthaft, das ist doch wohl nicht schlimm, oder? Ich sehe es so, YouTube ist eine kostenlose Plattform. Auf YouTube wird Videokünstlern und zum Beispiel auch Let's Playern wie mir die Möglichkeit geboten, kostenlos ihrem Publikum Inhalte zur Verfügung zu stellen, die es sonst so kaum irgendwo anders gibt. Und irgendwie muss sich der ganze Kram finanzieren. Wenn jeder einen Adblocker benutzt, dann gibt's das bald nicht mehr. Es ist jetzt nicht übertrieben. Also ich glaube schon, dass Google momentan noch verdammt viel Geld damit verdient. Aber auch nur, weil es noch Leute gibt, die keine Adblocker benutzen. Und diese Dinger werden ja immer beliebter. Und ich, wie gesagt, benutze sie auch, aber nur auf Seiten, auf denen mich die Werbung nervt. Durch Pop-Ups, durch irgendwelche total nervige, störende Werbung, bei der die ganze Zeit Sound mitläuft oder sonst irgendwas. Aber auf YouTube beispielsweise habe ich immer deaktiviert. Egal, welche Videos ich mir angucke. Die Werbung kann man dann ja auch ruhig mal überspringen. Das ist ja vollkommen egal. Es ist ja auch nicht so, dass nur Geld dafür bezahlt wird, wenn die Werbung sogar angeklickt wird oder so. Man kriegt ja pro monetarisierbarem Aufruf Geld. Und solange kein Adblocker benutzt wird, zählt eigentlich fast jeder Aufruf, zumindest über einen normalen Browser, als monetarisierbar. Deshalb möchte ich von euch wissen, erstens, was denkt ihr zum Beispiel über Adblocker? Speziell auf YouTube. Benutzt ihr sie? Meint ihr, dass die Werbung auf YouTube extrem stört? Oder sagt ihr, oh, das war mir so gar nicht bewusst, ich deaktiviere jetzt meinen Adblocker? Das wäre eine Sache, die mich sehr interessieren würde. Und dann noch eine weitere Frage. Und zwar plane ich derzeit ein anderes Modell, um ein bisschen meine Einnahmen zu steigern, um vielleicht dann doch mal kostendeckend arbeiten zu können. Und zwar arbeite ich derzeit an meiner aktuellen Website, an meiner neuen Website. Also Retrofan war ja nur, beziehungsweise retrofan.de war ja nur eine Notlösung eigentlich. Die Seite war ursprünglich überhaupt gar nicht dafür gedacht, irgendetwas mit diesem Kanal zu tun zu haben. Und dementsprechend passt es auch einfach nicht. Also ich meine, ich werde die Website zwar weiterhin dann betreiben, vielleicht auch dann mal ein bisschen aktueller die eigentlichen Inhalte der Website pflegen, aber ich werde auf jeden Fall noch eine eigene Website speziell für diesen Kanal hier machen. Die ist schon fast fertig. Derzeit plane ich halt nur noch ein neues Finanzierungsmodell. Und zwar ein Abo-Modell. Ich werde auf dieser Website ganz einfache Werbebanner schalten. Kleine Werbebanner, die nicht großartig stören. Pro Seite auch immer nur ein Werbebanner. Und der ist auch eindeutig als Werbung gekennzeichnet, fällt sofort als solche auf und man kann einfach drüber hinwegsehen. Ich denke, das sollte niemand stören. Und auf der anderen Seite biete ich dann zum Beispiel noch allen Leuten, die sich registrieren auf der Website, denn man kann zu jedem Artikel, den es auf der Website gibt, zu jedem Video, das gepostet wird, zu allem, zu jedem Inhalt dort Kommentare posten, aber natürlich nur, wenn man registriert ist. Und ich biete dann jedem registrierten Benutzer an, der mir irgendeinen beliebigen Betrag spendet, ob es jetzt 10 Cent sind oder 5 Euro, ist mir vollkommen egal. Jeder, der einfach sagt, hey, ich möchte dich unterstützen, hier, ich spende dir über PayPal irgendwie ein bisschen was, irgendeinen beliebigen Betrag. Wenn der sagt, kannst du bitte die Werbung für meinen Account deaktivieren, dann deaktiviere ich die Werbung für seinen Account. Dann bekommt derjenige nie wieder Werbung auf meiner Seite angezeigt. So als kleines Dankeschön. Denn ich muss Werbung schalten, um allein die Website zu finanzieren. Aber wenn mir jemand was spendet, dann ist
ich finde, das ist einfach so eine super nette Geste, dann kann man auch mal irgendwie im Gegenzug dazu zum Beispiel die Werbung für den Account deaktivieren. Auf der anderen Seite überlege ich jetzt halt noch, das Abo-Modell einzuführen. Und zwar soll dieses Abo-Modell die Möglichkeit bieten, gegen einen wirklich geringen Betrag, also ich sage mal zum Beispiel 2 Euro im Monat, jedes meiner Videos auf der Website schon einen Tag vor allen anderen sehen zu können. Das heißt, einen Tag bevor das Video überhaupt auf YouTube veröffentlicht wird, könnte man sich das Video dann auf der Website ansehen, wenn man dieses Abo abgeschlossen hat, für vielleicht 2 Euro im Monat. Mehr will ich dafür eigentlich gar nicht nehmen. So, jetzt ist die Frage, das gilt dann natürlich für alle Videos. Also man würde jedes Video von mir, das normalerweise halt als Let's Play veröffentlicht wird auf YouTube, schon 24 Stunden früher sehen können auf der Website. Also einen Tag früher, genau. Da stellt sich die Frage, ist das überhaupt interessant für euch? Würde das irgendjemand machen? Was haltet ihr von solchen Modellen? Ich meine, es ist ja ein geringer Betrag, die 2 Euro sollte sich eigentlich mehr oder weniger jeder leisten können. Und würdet ihr das machen? Würde es sich für euch lohnen? Würdet ihr sagen, hey geil, dann kann ich die Videos vom Gar früher sehen, das ist cool, da bezahle ich gerne mal 2 Euro im Monat für. Ich habe dann jeden Tag, ich weiß nicht, hier 5-6 Videos, die ich exklusiv früher sehen kann und bezahle dafür über einen ganzen Monat gesehen dann 2 Euro. Das lohnt sich irgendwie schon, weil aufs Video gerechnet sind das dann ein paar Cent. Stellt sich die Frage, würdet ihr das machen? Ist das interessant für euch? Oder sagt ihr, ach nee, komm, den Tag kann ich auch warten, interessiert mich nicht. Außerdem, jetzt mal ganz ehrlich, Garf, so geil sind deine Videos auch nicht. Nee, aber würdet ihr sowas machen? Oder sagt ihr, hey, das hört sich total nach Abzocke, total nach Geiz oder nach Abo-geil, nach Geldgeil oder sonst irgendwas an? Ich meine, ich habe euch am Anfang des Videos kurz diese Rechnung präsentiert und die ist jetzt schon recht optimistisch. Abo-Geilheit kann ich gar nicht verstehen. Also ich hoffe, mir sagt auch niemand nach, ich wäre Abo-geil, denn Abos bringen mir nichts. Das ist immer das Beste, wenn man sagt, so hey, du bist total Abo-geil. Abo-geil sind nur irgendwelche Kiddies, die sich denken, wow, es ist total toll, wenn ich mehr Abos habe als mein Bro hier. Und dann kann ich ihm sagen, hey, ich bin viel cooler als du, weißt du, weil alle total auf mich stehen, die abonnieren alle meinen Kanal. Abos sind mir relativ egal, wichtig ist mir einfach, dass die Leute sich meine Videos angucken und dass sie den Leuten gefallen. Auch wenn ich nur 3 Abonnenten hätte, das wäre mir im Prinzip relativ egal. Aber ich hoffe, es kommt irgendwie nicht geldgeil rüber. Denn wie ihr eben gesehen habt, verdienen ist mit der Sache nicht. Also ich will irgendwie nur, dass es mich nicht zu viel Geld kostet. Es ist ja so, dass ich Zeit gerne investiere, nur zu viel Kohle reinstecken will ich dann auch nicht. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Sagt mir doch mal kurz Bescheid, was ihr davon haltet, was ihr darüber denkt und diskutiert es unten in den Kommentaren. Aktuell gibt es die neue Website ja noch nicht. Es wird dann die Möglichkeit geben, sobald die Website online ist, auch alle Was-denkt-ihr-Folgen und alle Themen dazu auf der Website zu diskutieren. Aktuell geht es halt nur hier in den Kommentaren. Ich bin wirklich gespannt auf eure Meinung. Es interessiert mich wirklich sehr und ich hoffe, ich trete jetzt keine zu schlimme Diskussion los, aber ich möchte trotzdem jedermanns Meinung dazu hören. Ansonsten hoffe ich, dass es bald mit den regulären Formaten regelmäßig weitergeht. Wie gesagt, ich habe noch ein paar technische Probleme. Jetzt steht auch Weihnachten vor der Tür und deswegen denke ich, so eine kleine Pause ist jetzt nicht so schlimm. Aber es wird bald wieder verdammt regelmäßig weitergehen. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube und sonst im Leben und man sieht sich dann bald. Euer Garf.